Wie steht es um die katholische Kirche in Deutschland und was sind die Herausforderungen in den kommenden Jahren? Diesen und viele weitere Fragen haben sich die 66 Bischöfe heute Vormittag hier in Münster gewidmet. Wie wir vom römischen Vorkonklave wissen, darf da eigentlich nichts herausdringen. Ludwig Ringeifel, wie sieht das hier in Münster aus? Hat man schon was gehört von den Beratungen der Bischöfe? Naja, es ist ja eigentlich kein wirkliches Vorkonklave, es wird ja kein Papst hier gewählt, sondern nur ein Vorsitzender einer Bischofskonferenz. Aber die Geheimhaltung ist schon ähnlich streng, das heißt, man tagt hinter sehr verschlossenen Türen. Was aber nicht verhindert, dass hin und wieder doch mal einer rauskommt in der Pause zum Kaffee trinken und dabei auch einem Journalisten begegnet. Also das eine oder andere erfährt man dann doch. Was haben Sie denn über den Flurfunk schon so erfahren? Naja, also es gab wohl so eine Art Schaulaufen der meistgehandelten Kandidaten. Die haben zu allen möglichen Themen gesprochen, haben versucht, sich ein bisschen zu profilieren. Der eine mehr, der andere weniger glücklich. Und ja, es muss ein sehr breites und sehr diffuses Bild gewesen sein. Einer der Teilnehmer sagte, ich weiß überhaupt nicht, wo die Sache hinläuft. Es ist völlig offen, wer morgen gewählt wird. Welche Themen, muss ich mir vorstellen, sind da denn auf dem Tableau gewesen heute? Also es war dem Vernehmen nach ein sehr breites Spektrum. Es ging zum Beispiel darum, dass man mehr über die Weltkirche reden müsse, weniger sich auf Deutschland fokussieren sollte, sondern mehr über Menschenrechte, mehr über die Entwicklungsländer, die Missionsländer sprechen sollte. Andere haben die Medienpolitik der Kirche thematisiert. Wieder andere haben das Berlin-Thema, also einen möglichen Umzug der Bischofskonferenz nach Berlin, benannt. Und immer wieder so eine Art Cantus Firmus muss das gewesen sein, also dass Bischöfe davon sprachen, wie man wieder mehr über den Glauben spricht, wie man den Glauben in einer Weise zur Sprache bringt, dass die Menschen von heute das auch verstehen. Weil das ist wohl die größte Baustelle für die katholische Kirche im Moment. Der Vorsitzende der Bischofskonferenz repräsentiert zumindest für die Medien die katholische Kirche in Deutschland. Welche Herausforderungen und welche Anforderungen muss er so gesehen erfüllen? Naja, er muss eine Balance finden, ein Gleichgewicht. Einerseits muss er natürlich eine Stimme gegenüber der Politik sein, insbesondere eben in Berlin. Auf der anderen Seite muss er nach innen, in die Kirche hinein, in Sachen Glaubensvermittlung ein Vorbild sein für die anderen Bischöfe und auch für die einzelnen Geistlichen und für die einzelnen Christen in Deutschland. Also diese Balance zu finden zwischen klarer politischer Aussage und einer guten Weise über den Glauben zu sprechen, das ist die Voraussetzungen, die ein neuer Vorsitzender erfüllen muss. Wenn Sie sich jetzt auf 5 Namen festlegen müssten, welche 5 Namen werden gerade ganz heiß gehandelt hier? Also ich kann natürlich auch nur das sagen, was man so hört. Das sind nicht unbedingt meine Favoriten. Man hört natürlich die Namen der beiden jüngeren Kardinäle, also Wölki und Marx, die allein deshalb, weil sie Kardinäle sind, in Frage kommen. Dann hört man Namen wie Koch in Dresden, man hört Bode in Osnabrück, aber auch Schick in Bamberg oder Genn hier in Münster. Also das sind die Namen, die man auch in der Zeitung lesen kann. Morgen um diese Zeit wissen wir mehr, da müssen wir nicht mehr im Trüben fischen. Morgen ab 10.30 Uhr berichten wir auf katholisch.de live hier aus Münster und werden dann den neuen Vorsitzenden präsentieren oder er wird uns präsentiert und wir übertragen live für Sie auf katholisch.de.